Hey Leute, wie der Videotitel euch wahrscheinlich schon verrät, wollte ich noch mal ein kleines Update-Video machen zum Kanal, wie sich das so entwickelt hat seit der Pause, die ich Anfang des Jahres gemacht habe und was demnächst noch so kommen wird. Seitdem meine Pause vorbei ist, habe ich jetzt 10 Videos gemacht, also ausgenommen von diesem Video hier und dem allerersten Video. Ich persönlich finde auch, dass ich es mit den meisten Videos relativ gut geschafft habe, die auf den neuen Kanalfokus zu beziehen, also Leben als Japan-Enthusiastin in Deutschland, und nur die Jahreszeitenreihe so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Die Reihe ist aber wie so ein kleines Extra-Projekt, was ich eigentlich ganz cool finde, weil ich da relativ gut einen Mix machen kann, auch so Persönlichkeit mit persönlichen Anekdoten und Dingen, die mir eben in den einzelnen Jahreszeiten gut gefallen haben, und aber trotzdem irgendwie Fakten und Informationen rund um die Jahreszeiten, damit es sowohl interessant als auch persönlich ist. Und das, finde ich, habe ich mit diesen Videos relativ gut hinbekommen und da bin ich ein bisschen stolz drauf, muss ich mal so sagen. Am Anfang habe ich ja jede Woche sogar ein Video hochgeladen, aber mein Ziel, das ich mir gesetzt habe, waren ja so ein Schedule von alle 2 Wochen, und das hat sich jetzt relativ gut eingependelt, dass ich das auch echt gut hinbekomme. Und ich muss auch sagen, dieser eigene Druck, diese eigene Deadline, die ich mir da gesetzt habe, also die fühlt sich für mich nicht wie Druck an, keine Sorge. Es ist einfach eine eigene Deadline, die mich motiviert tatsächlich. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das wirklich machen will in der Pause, aber ich habe mir gesagt, okay, ich möchte wirklich irgendwie eine Art Deadline haben, die mich anspornt, auch das zu machen. Und ich merke halt echt, dass es mir hilft, die Videos fertig zu kriegen, mich einfach mal dann hinzusetzen und zu sagen, okay, ich mache das Video jetzt fertig. Und ich finde, freitags 18 Uhr alle 2 Wochen funktioniert sehr gut. Ihr könnt mir mal Feedback da lassen, ob ihr die Uhrzeit auch gut findet oder ob euch eine andere Uhrzeit lieber wäre. Und wer sich fragt, was mein kleines Geheimnis ist, dass ich jetzt so gut organisiert bin, dann muss ich sagen, dass ich sehr viel mit Notion arbeite. Das hatte ich in dem einen Vlog schon mal so am Rande erwähnt. Und glaubt mir, meine Ideen könnte ich nicht so gut umsetzen, würde ich nicht Notion benutzen. Ich kann jedem, der ein bisschen Struktur braucht, um irgendwie produktiv zu sein, Notion nur empfehlen. Es ist einfach so ein gutes Tool und ja, einfach so individualisierbar. Aber das soll jetzt kein Ich liebe Notion-Video werden. Deswegen sage ich an der Stelle einfach nur, dass auch weitere Ideen in dem Stehen sind. Ein Video, das auf jeden Fall kommen wird, ist ein Video, in dem ich über Online-Second-Hand-Shopping aus Japan reden möchte, explizit über den Shop Close a Child. Der eine oder andere wird es vielleicht kennen. Ein paar von euch, die mir auf Instagram folgen, haben die Sachen, die ich mir bestellt habe, vielleicht auch schon in meiner Story oder in meinem Feed gesehen. Und ich fand schade, dass ich vorher nicht so richtig wusste, was erwartet mich. Also ich habe keine Erfahrungsberichte gerade im deutschen Raum zu Close a Child gefunden, und deswegen habe ich mir gesagt, ich werde auf jeden Fall ein Video dazu machen. Ansonsten werde ich natürlich die Jahreszeitenreihe fortsetzen. Also es fehlt ja noch der Herbst und der Winter, und wie ich schon gesagt habe, kommt das Ganze dann nochmal mit dem, was ich nicht an den Jahreszeiten mag. Das wird sich bis nächstes Jahr dann natürlich durchziehen. Ein weiteres Thema, das ich sehr spannend finde, was ich gerne hier auf dem Kanal thematisieren würde, ist das Thema Japandi. Das ist ein Einrichtungsstil. Aber der ist gar nicht so authentisch japanisch, wie ich das gerne hätte. Ja, abseits davon habe ich dann auch noch die Idee, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, ein paar Kooperationen zu machen im Sinne von andere Blogger, andere YouTuber, Leute auf Instagram, halt alle, die sich so in meiner Japan-Social-Bubble befinden und wo ich einfach ja cool finde, was die Leute machen, und euch davon erzählen möchte, euch das zeigen will und so ein bisschen andere Leute auch mal in den Fokus zu rücken. Das ist eine Idee, die ich angehen möchte, die ist aber nicht ganz so einfach umzusetzen. Da arbeite ich auf jeden Fall dran, das irgendwie hinzubekommen. Abseits von meinen Ideen ist hier auf meinem Kanal natürlich immer gern gesehen, dass ihr eure Ideen auch einbringt und mir unter dieses Video oder generell unter jedes andere Video auch schreibt, was für Themen euch interessieren würden, worüber ich mal reden soll etc. Insgesamt läuft es also seit der Pause mit dem neuen Kanalfokus echt gut. Das Einzige, was ich jetzt nicht hinbekommen habe in letzter Zeit, sind die Livestreams, die ich letztes Jahr mit Max zusammen hier auf YouTube angefangen habe, wo wir immer versucht haben, Japan thematisiert über etwas zu reden. Und ja, die hatten wir so alle 2 Monate mal auf meinem, mal auf seinem Kanal gemacht. Das ist was, was jetzt aktuell so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Irgendwann will ich das wieder angehen, aber ja, man kann nicht immer alles gleichzeitig machen. Denn was ich aktuell doch hin und wieder mal mache, ist Livestreamen auf Twitch.
Und der Unterschied, was ich auf Twitch streame, ist, dass das komplett Gaming fokussiert ist für mich. Natürlich ist der Japan-Einfluss da auch da, denn ihr kennt mich, ne? Aber dort spiele ich ganz viel Sims. Ich habe auch mal Animal Crossing gespielt und sowas, aber vor allen Dingen Sims. Und jetzt zuletzt habe ich versucht, Sims zu erstellen, die halt super cute, kawaii Outfits hatten. So gut das in Sims halt ging. Die waren nicht so richtig krass, aber ich war erstaunt, was dann doch geht, wenn man es in Sims drauf anlegt. Und jetzt im allerletzten Stream habe ich angefangen, ein Maid-Café zu bauen. Und das werde ich wahrscheinlich nächste Woche, ich weiß noch nicht an welchem Tag, aber am Wochenende nächste Woche, auf jeden Fall weiterbauen. Das heißt, wer Lust hat, kommt doch mal auf Twitch vorbei. So, und eine letzte Sache, die ich jetzt heute im Video noch ansprechen werde, der Titel wird es euch ja auch schon verraten. Ich möchte mal wieder ein Q&A machen. Mir ist aufgefallen, dass das letzte Q&A, was ich gemacht habe, in der Japanreise 2019 war. Das heißt, das ist über 2 Jahre her. Und ich glaube, es wird mal wieder Zeit für ein Q&A. Deswegen schreibt mir doch gerne alle eure Fragen zum Thema Japan, japanische Kultur, Japan in Deutschland oder alle sonstigen Fragen, die ihr mir schon mal stellen wolltet, in die Kommentare mit dem Hashtag FragAnsu, wie wir das hier immer auf dem Kanal machen. Und dann wird es demnächst ein Q&A-Video geben, in dem ich ja versuche, möglichst alle oder so viele wie möglich Fragen zu beantworten. Und damit bleibt mir zum Ende dieses Videos eigentlich nur noch eins zu sagen. Vielen, vielen Dank an alle, die immer meine Videos gucken, alle, die fleißig kommentieren, aber auch alle, die einfach nur so immer hier zuschauen und sich mein Gelaber anhören. Vielen Dank an euch und wir sehen uns in meinem nächsten Video.